Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ich bin euer Dante und an meiner Seite ist wieder der gute Aaron. Ja, hallo. So, wir haben eben gerade so ein bisschen, also ich habe wenigstens dieses Psst-Emote, falls ihr es gerade gesehen habt, ich zeig's euch nochmal. Ich finde das von Aaron viel, viel geiler. Ja, das ist Hammer. dann habt ihr halt noch Sprüche. Aber ich denke mal, da schaltet man halt frei. Ja, das nach und nach. Hier, Kugel. Das ist so geil. Das ist so Hammer. So, wir gehen jetzt ins Nachbarteil. Der Typ sieht wieder so komisch aus. Ich weiß nicht. Naja, mal schauen, wie der wird. Auf jeden Fall ist das wieder ein Bösewicht. Ich da runterfahren. Ja, ein Böcher, Mann. Ein böse Mann. Ein Böcherwicht. Oi. Eine der ärmsten Provinzen Boliviens. Aha. Okay. Haben wir hier irgendwo. Ich weiß, dass ich schon wieder weiterrolle. Foreman, wir sind jetzt in Morrocoyo. Die schaffen da einen Arsch voll Kokain durch. Das ist ein Transitpunkt. Von Morrocoyo geht es nach Coani und Remanso weiter. Und wer kontrolliert das? Keine Ahnung, aber ich weiß, wo das Kokain ist. Vernichten Sie den Vorrat, dann kommt der zuständige Buchon, um seine Leute anzuscheißen. Und dann nageln wir ihn fest. Wie ein Brett. An die Arbeit. Oh toll, wir dürfen wieder nageln. Ey, das war noch nicht mal ein 5-Meter-Fluch und ich sterbe. Wir müssen von mehreren Kokainverstecken in Morrocoyo. Lokalisieren und zerstören Sie die Verstecke, damit wir Druck auf den Buchon von Morrocoyo ausüben können. Gut, machen wir. In den ersten 5 Minuten gleich tot. Ja, ich weiß, wie es war. Mei. Ja. Fängt ja schon wieder gut an. War das nicht erst bei der letzten Aufnahme so? Ja. Keine 3 Minuten, ne? Und dann zack, tot. Ja, aber das war das. War ich das da auch oder was? Nee, das war ich. Ja, wo gut, ich so halt komisch Wechsel, ne? Vom Bike runtergedüst bin. Dann halt immer im Wechsel. Naja. Wird dir langweilig, wenn es immer nur der gleiche ist. Sprengladung. Dann bleib du mit der Medi-Drohne und ich mach die Sprengladung, würde ich sagen. Vielleicht ist es sinnvoller. Oder? Hm. Na, wir werden sehen. Ich sterbe ja nicht so häufig wie du. Ja gut, das ist durchaus wahr, weil ich halt mehr Schaden kriege als du. Genau. Die müssen ja bei mir nur mal so ein bisschen mit den Augen klimpern, so. Und dann sterbe ich schon. So. Ach ne, verkehrte Taste. Ich brauch das Scharfschützengewehr. Wieso sind wir eigentlich so weit weg? Gegner getötet? Ach, Käse. Ja. Okay, ich hab nichts gesagt. Ah, bist du woanders hingelaufen? Ja, ich bin zu unseren Markierungen, die müssen wir mal. Ja. Voll irritiert die Scheiße, ey. Nicht tragisch. Ich sehe einen Scharfschützen. Nein, schon wieder die verkehrte Taste. So, jetzt komme ich aber mit der Drohne, Alter. So, jetzt müsste ich eigentlich, glaube ich, hier oben alle weg haben. Ich sehe ein Kokaindepot. Schalten wir es aus. Ziel zerstört. Verschwinden wir. Bald können Sie den Scheiß nirgendwo mehr verstecken. So, dann geht's nach wir da oben. Wir wissen von mehreren Kokainverstecken in Morrocoyo. Lokalisieren und zerstören Sie die Verstecke, damit wir Druck auf den Buchon von Morrocoyo ausüben können. Wissen wir, machen wir. Kein Problem. Geht rucki zuck bei uns. Also merke, mit Tier 1 muss man noch mehr pingliger sein als sonst. Oh Gott. Ja, jetzt müssen wir richtig taktisch vorgehen, sonst kriegen wir nur auf Mütze. Eieiei. Ziel eliminiert. Nö, sehe ich nicht. Was, wen siehst du? Den Scharfschützer, der ist tot. Achso. Das ist gelogen. Was der da einen sieht. So, jetzt bin ich hier hin. Jetzt decken wir erstmal alles auf. Ziel Nummer 2 da.
Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ist der Alarm von hier? Ja. Warte, ich gehe rum, sodass ich ihn sehe. Von hier aus sehe ich ihn. Kannst du auch auf ihn. Okay, dann auf ihn aus. Ich muss bloß nur gucken. Ja, das ist der Kasten. Ich zähle 5. Ist aus. Gut. Ich habe eben den Generator kaputt gemacht, das hat das Ding überhaupt nicht interessiert, weißt du? Einfach weitergemacht. Jetzt wäre die Mission wieder richtig spannend, weil jetzt kann sich Dante nicht mehr über mich lustig machen. Jetzt kriegt er nämlich immer über dich lustig machen, du stirbst zuerst. Nein. Wer kann denn dann das gesehen haben? Der Typ war ganz oben, Mann. Da kommt einer. Pass auf. Ab. Gib dir gleich optische Entdeckung. Verdammte Scheiße. Granate fliegt. Nehmt da. Oh toll. Der eine hat's überlebt. Mutiges kleines Scheißerchen. Alter, da ist ja noch einer drinne. Granate fliegt. Lebt er noch? Granate, aufpassen. Ja, ist ja gut. Hör auf mich zu schießen. Siehste, ich schieß nur einmal zurück. Die anderen Arschis. Ja, toll. Jetzt muss ich nachladen. Doch, meine nächste Kugel. Ach toll, da kann man wieder nicht durchschießen. Den haben wir. Den auch. Ja, schießt jemand. Der ist weg. Der ist weg. Alter, wo kommt ihr denn überall her? Oh, dem habe ich in die Eier geschossen. Los, abhauen! Los, auf! Ziel zerstört. Verschwinden wir. Bist du raus? Ja, ich bin raus. Ich habe das Ding mit der Drohne kaputt gemacht. Okay. Ist schon sehr, sehr hilfreich, die Sprengdrohne. Definitiv. So, erstmal kurz gucken, wo ist das nächste Ziel? Da. Wir wissen von mehreren Kokainverstecken in Morokoyo. Lokalisieren und zerstören Sie die Verstecke. Damit wir Druck auf den Butchon von Morokoyo ausüben können. Warte, ich will mit! Geht das hin? Ja, Passagier! Ah ja, Trecker fahren. Und was willst du heute abbauen? Trecker fahren! Das war schon immer mein Traumberuf. Alles klar, weiß ich Bescheid, Dante. Nächstes Jahr zu deinem Geburtstag kriegst du Pharma-Ausrüstung. Ich stell mir das gerade vor, ey. Pharma-Dante. Oh, nee. Das ist nichts für mich. Kannst du ganz da auf so ein Ding hocken und dann gehen. Bob, Bob. Hallo. Hey. Guck dir an, wie frech du bist. Ja, du sollst. Alter, da schießt er im Schneidersitz! Da schießt er im Schneidersitz! Was ist das geil? Ich bin von der Straße runter. Ich hab nur nach hinten ausguckt. Alter, der gefährlichste Traktor ever, Alter. Alter, so lange hat ein Fahrzeug bei mir in diesem Spiel noch nie ausgehalten. Ja, es fährt halt eine angemessene Geschwindigkeit für dich dann. Ja, klar, jetzt liegt's da. Wenn das Ding jetzt so eine Hupe hätte, wäre ich glücklich. Wo man heißen? Nee, wir werden nicht beobachtet, meine Freunde. Ziel eliminiert.
Wie? Direkte Bedrohung. Noch jemand drinne? Der Dante will spannen. Boah, toll. Da fährt wieder so ein Arsch dran vorbei. Da hat der Typ mich interessiert, ey. Alter! Es, du bist so ein... Danke. Oh, Besuch. Abschuss bestätigt. Hör auf zu stöhnen. Einer pervers Ding. Oh Gott, ist der am Stillen. Als ob der ein paar Kugeln gekriegt hätte, du. Mit an. Eli? Du? Eli down? Zieh mich dicht neben mir. Zieh mich dicht. Ja, gleich macht er noch Puff, ich würde nicht so nah da dran. Hätte ich Bratwürstchen mitgenommen, Alter, dann hätte ich schon das Feuer da. Also hier drinnen ist wohl keiner mehr. Ich sehe keinen mehr. Okay, ich auch keinen mehr. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Ich nehme die Drohne. Ist das? Nix. Kokain! Das müssen wir jetzt finden. Vor allem, es ist so ein riesengroßes Gebiet hier, Alter. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich hab's. Oder? Nee, das ist nicht. Wow. Ich sehe ein verfickt großes Haus. Willkommen im Cheap Beauty Queen. Ah, ich hab's Kokain gefunden. Das war's. Nidia ist momentan im Geschäftsreise. Umsehen kann nicht schaden. Lager zerstört. Puffer-Zimmer. Mann, je mehr wir zerstören, desto mehr scheinen die zu produzieren. Bowman, das Kokain ist vernichtet. Wo ist der Buchon? Der Vorrat war etwas kleiner als erwartet. Tatsächlich sogar viel kleiner. Schnappen wir uns das Pulver oder den Buchon? Der Buchon hat bei ihren Angriffen viel telefoniert. Die ISA konnte ihn anpeilen. Er ist in einem Haus in Rancho Sabala. Das sehen wir uns an. Schaffen Sie ihn da raus. Ich werde ihn selbst fragen, wo er seinen Koks versteckt hat. Mal diese privaten Gespräche, ich fasse es ja wohl nicht. Privaten Gespräche? Naja, Baumann will doch jetzt ein privates Gespräch mit dem Typen führen. Achso. Wir wissen, wo sich der Buchon vor Mohokoyo aufhalten könnte. Er hat ein Haus in Rancho Sabala. Sollte er da sein, dann bringen Sie ihn mir. Kommt euch hier nicht auch etwas seltsam vor? Du meinst den scheiß Männerabend hier? Echt jetzt? Es gibt keine Frauen in der Stadt. Was ist da drin? Wollen da drin sein? Ach, das ist schon hier. Ah, ich folge. Was meinst du, warum ich da jetzt angehalten habe und dann. Ach, wie ist deine Markierung? Der ist. Hä? Ich wollte schon wieder weiterfahren, weil mit B nämlich markiert wurde, deswegen. Ja. Die haben Alarm am Start. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Aufs Dach oder so. Noch höher? Ich sehe den Alarm, den kann ich von hier ausschalten. Puh, der hat mich fast gesehen. Tango getroffen.
Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Die Karre ist alarmgesichert. So, Haus alle durch. So, Alarm ist aus. Alarm deaktiviert. Uiuiuiuiui. Du kannst mich nicht sehen. Oi. Wo kommt der Wichser denn her? Vivi, verpiss dich. Ah, du bist dort. Okay. Da kommt einer um dich herum. Links, rechts, vorne, hinten. Ich weiß nicht. Hab ihn. Ah. Sehr schön. Da weiß ich nur nicht ganz sicher, wo er lang will. Naja, du hast ihm ja den Weg gezeigt. So. Ich hab ihn im Weg erhellt. Für eine kurze Zeit. Ich weiß nicht, kann man eigentlich dort durch die Wand schieben? Alter! Und wo? Hä? Konnte der denn von dort kommen und ich, dass ich den nicht sehe? Hä? Warte, ich komme mit der Medidrohne. Ja. Na, wart's ab, Arschloch. Wenn ich gleich wieder stehe. Ja, blödes Arschloch. Nicht nochmal mit mir. Uiuiuiuiuiuiui. Leg dich doch da mal ab. Okay, durch das Haus kann man schießen. Sehr schön. Oh, Alter, wo kam der denn jetzt her, Alter? Junge. Den hab ich aber auch nicht kommen sehen. Warte. Ach ne. Sollte vielleicht erstmal kurz meine Drohne ausrüsten mit Medi. Bringt das nicht viel. Bong. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ein Drecksack weniger. Jetzt davon. Schuss ins Knie, Junge. Ich schick dem, Dingens die Sprengladung oben vorbei. Den Typen dürfen wir nicht erledigen, ne? Ich red da oben den Scharfschützen. Ach so, mit dem Scharfschützen, ja. Puff, Junge. Aus die Maus. Da müssten eigentlich jetzt alle gewesen sein. Wenn wir nach dem größten jetzt hoffen, ich bin jetzt drin, ne? Klopfen wir mal. Okay. Ab. Holen dir. Gib ihm. Erstmal finden. Ich hab ihn vorhin schon nicht gefunden, als ich mit der Drohne drin war. Ach! Ein Schnuckelchen ist es. Ein Schnuckelchen? Ah, Schnuckelche. Ein Schnuckelche. Wollen wir sie mal verhören? Ganz liebevoll. Wir suchen den Marokoyo kontrolliert. Er wohnt hier, stimmt's? Antonio? Ich weiß nicht, wo er ist. Quatsch, er ist ihr Mann. Ja. Aber er sagt mir nichts. Er kommt kaum nach Hause. Antonio, er ist krank. Wie krank? Pinjeputo Logo. Er hat Frauen aus dem Dorf geholt. Alle. Ich weiß nicht, was er mit ihnen macht. Wo ist er jetzt? Was machen Sie, wenn ich es Ihnen sage? Nichts. Versprochen. Er braucht Hilfe, die soll er bekommen. Er bleibt nirgends lang. Immer unterwegs. Ich gebe Ihnen seinen Kalender. Mhm. Okay. Alter, er läuft das mal da so schön hinterher. Kleiner Perversling, du. Die setzt sich sogar aufs Bett. Echt jetzt? Ja. Nee, jetzt hat sie sich hingelegt. Nee.
Du Wüstling, du hast einen K.O. geschlagen, als ich nicht hingeguckt habe. Gib's doch zu. K.O. geschlagen? Ich hab dir mit Betäubungsfall in den Hintern geschossen, Junge. Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Jede Woche wandern mehr als 6 Tonnen Kokain durch Mohokoyo. Es ist ein Umschlagplatz für Lieferungen, die für Brasilien, die Staaten und Europa bestimmt sind. Antonio ist der dortige Buchon, der Boss. Er muss auf das Koks aufpassen. Ist leider ganz schön stressig, den ganzen Tag auf Kokain aufzupassen. Als ob ein fettes Kind auf eine Zuckerfabrik aufpasst. Und wir wissen alle, was Zucker mit einem macht. Hirnfäule. Man telefoniert nicht mehr. Man vertraut seinen Leuten nicht mehr. Man geht nicht mehr heim zur Ehefrau. Man kündigt sogar den Leuten Lieferungen erst dann an, wenn sie unmittelbar bevorstehen. Was Koks-Transporter angeht, ist Antonio ein Tresor. Und ich will das verfickte Scheißding aufbrechen. Alter, da guckt man mal 5 Sekunden ein Video und du bist schon wieder tot, ey. Oh nein, ey. Das wird ja vieles zu weit entfernt. Wir müssen uns beeilen jetzt. Sonst haben wir ein Problem. Meine Güte, noch eins. Was stellst du? Ich wollte aussteigen, wollte draufschießen, dann hat er auf einmal Vollstoff gegeben. Mann. Wie denn da dran vorbeigekommen, bitte, Alter? Halt. Nee, das passt nicht. Die haben meine Drohne kaputt gemacht, die Arschgeige. Da ist der Knabe. Kriegst du Schmisse, Junge? Ach, die sind mal sicher. Komm, Buschi. Alter, Scheißfinger? Ich hack sie dir gleich ab. Warte, ich hol ein neues Auto. Der passt nicht in den Kofferraum. Schade. Sicher nicht? Ja. Ich probier's mal aus. Nee. Na. Schade. Verhör du ihn mal, ich hol das Auto. Nix da verhören. Der geht zu Bowman direkt. Ach so. Falls ich nicht vorher seinen Dödel abschneide. Hast du ein kleines Schweizer Taschenmesser zum Schnippschnapp? Oh, ich brauche kein Messer dafür. Ein Löffel reicht aus. Reicht da? Du sollst die Schnauze halten, sonst erlöse ich dich gleich. Quién fue? Wer war das? Welche pinche Puck? Du sollst ihn nicht loslassen, du Idiot, du sollst ihn da hinten reinpacken. Nimm die Scheiße. Alter, ich schwöre dir, ich töte ihn gleich. Ich werde ihn töten. Wie fett er ist, Alter. Wisst ihr, da hältst du ihm schon eine Knacke an den Kopf, wisst ihr? Und dann kommt er so: Töte die perfekte Familie, Motherfucker. Alter, was ist das für ein Schwachsinnsgangster, Alter? Welche pinche Pokus Huevos haben mich verpfiffen? Ich war beim Schaman. Er hat mich erleuchtet und mir die Zukunft gezeigt. Na klar. A huevo, pendejo. Ja, du mich auch. Selbst wenn ihr das Polvo findet, bekommt ihr es nicht. Mi Plebe passen auf die Lieferungen auf und sind bereit, ihr Leben dafür zu geben. Na gut, denn genau das will ich ihnen nehmen.
Nimm die scheiß Finger weg. Hol den Motherfucker raus. Ich töte deine ganze verfickte Familie, Alter, der hat so eine große Fresse, der kann froh sein, dass ich ihn abliefern muss. Antonio, was für eine Freude. Vete a la verga, bitch. Nicht flirten Sie, kleiner Schlingel. Was soll der Scheiß? Geschenke. Hast du es nicht gehört? Wovon redest du? Dein Tod. Eine Überdosis. Soll ich etwa... Ich will dein Hirn auf Drogen sehen, Pendejo. Du hast keine Wahl. Sagte ich aufhören? Weiter. Was ist? Weiter. Ich geht nicht. Mein Herz. Es fühlt sich an, als ob es explodiert. Bitte. Das ist der Plan. Jetzt nicht aufhören. Bitte. Ihr wollt Nidia Flores, stimmt's? Sie ist in Jalisco. Jalisco, Mexiko. Santa Blanca investiert in Meth. Ich weiß nicht, wie lange sie da bleibt. Ehrlich. Der erste Schritt zur Besserung ist zuzugeben, dass du ein Problem hast. Und du, mein Lieber, hast ein scheiß großes Problem. Nomad, Antonios Verhör ist beendet. Und was liefert er? Außer ein paar Krokodilstränen? Alles. Haupt- und Transitlager. Jedes verfickte Gramm in der Provinz. Schätze, bei Santa Blanca werden ein paar Stühle gerückt. Wenn Sie Antonios Lager hochjagen wollen, tun Sie es. Aber falls Sie besseres Wetter bevorzugen, kann das auch jemand anders erledigen. Das Kokain geht nirgendwo hin. Verstanden. Wenn wir bleiben, schicken wir Rauchsignale. Keine Ausreden. Wir wollen unser Scheißgeld, Aura. Nidia kümmert sich darum. Sueño? Müssen wir hier etwas ändern? Nidia ist schon seit Jahren eine unserer Besten. Zu viele Jahre. Sie hat ihre Motivation verloren. Ich hatte viele Buchonis kommen und gehen sehen. Als König verlierte man ab und zu Ritter. Doch Nidia Flores war anders. Ich hatte sie schon früh unter meine Fittiche genommen. Sie war für mich das, was einer Tochter am nächsten kommt. Sie war meine Reina. Wenn ich sie an die Wölfe verfüttere, würde ein Teil von mir mit ihr sterben. Ihr kriegt euer Geld, se lo juro. Ich verbürge mich. Enttäusch uns nicht, klar? Sostén tu palabra. Ich habe Antonios Frau in der Leitung. Sie scheint Ärger zu haben. Stellen Sie durch. Qué pedo, pinche puto, neta que eres, pendejo. Hey, hey! Beruhigen Sie sich und sprechen Sie langsam. Die wissen Bescheid. Me mataste, hijo de la chingada. Wo sind Sie? Versteckt in der Kirche. Aber die suchen mich schon. Bleiben Sie da. Wir kommen. Antonios Frau, Gabriela, hat Ärger mit dem Kartell. Falls wir sie rausholen, kann sie vielleicht einige unserer Wissenslücken füllen. Los geht's. Bleiben Sie hinter mir. Ja, pues. Vamos! Komm schon, Baby. Und unten gepanzert ist. Ich hätte ihn geniert. Put, put. Ich hätte ihnen nie etwas sagen dürfen. Die werden mich lebendig verbrennen. Ihnen passiert nichts. Ich verspreche es. Es war nicht immer so. Als ich Antonio traf, war er ein Schatz. Er schrieb mir Briefe. Niemand schreibt mehr Briefe. Er schon.
Ich habe mich lustig gemacht. Mache ich jetzt nicht mehr. Drogengeld ändert Menschen. Nein, dieses Leben. Man überlebt nur, wenn man auch Augen im Hinterkopf hat. Dann hört man auf, nach vorn zu sehen. Sie bekommen eine zweite Chance. Für ein neues Leben. Ich kann vielleicht umziehen. Ich kann mein Aussehen ändern. Und auch meinen Namen. Aber das ist kein neues Leben. Da hat sie recht. Ist das gleiche wie mit den Leuten im Zeug. Ist ja eigentlich im Großen und Ganzen Zeugenschutzprojekt, ne? Ja, ja. Was sie ja gerade so schön beschrieben hat. Ja, komm mit. Sie werden Antonio nie wiedersehen. Niemals. Er ist auf dem Weg in ein amerikanisches Gefängnis, wo er den Rest seines Lebens bleiben wird. Die nächsten 70 Jahre. Er wird auf die gleichen Wände starren, ins gleiche Klo pissen und mit sich selbst sprechen, bis er endlich seinen Verstand verliert. Sein Leben ist vorbei. Aber Sie haben noch eine Wahl. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gehen. Natürlich wird man Sie umlegen, bevor Sie auch nur 10 Schritte gemacht haben. Und was, wenn ich nichts weiß? Also immer schön über die Schulter schauen. Okay, jetzt haben wir Gabriela in Sicherheit gebracht. Und Aaron ist bestimmt noch drin. Ach nee, er ist gerade rausgekommen, ne? Ja, ja, nochmal schon kurz abgeschüttelt, ne? Ja, ja, genau. So, und dann haben wir hier oben noch einen Einsatz. Wieso das? Ja. Das Hauptkokainlager. Antonio hat den Standort eines großen Kokainverstecks im Mohokoyo preisgegeben. Hört sich vielversprechend an. Schalten Sie es aus. Jupp, machen wir. Ich werd fahren. Yo! Der sieht geil aus, der Heli. Welcher Heli? Hier! Lol, ach, den meinst du? Ja, hier? Der ist auch von mir. Oh, der sieht ja Hammer aus. Ja, hat was. Alter Falter. So, und raus mit dir. Ah, ich hab's wieder geschafft. Ja, 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 ist doch gut. Nicht auf mich schießen. Heute ein bisschen sensibler und geschmeidiger bleiben. Ja, ich wurde aus dem Himmel geholt. Alles klar. Echt? Wo liegst du denn? Mhm. Ich sehe dich gerade nicht, deswegen. Ja, weil ich komplett gestorben bin. Achso, okay. Wo war jetzt diese verfickte Alarmanlage? Da. Warte. Sind die Klöten weg? Sind die Klöten weg? Alter. Fliegst du jetzt nochmal hoch? Ja. Kommt ein Heavy auf dich zu. Was soll er da machen? Nee, ich warn dich nur. Ja. Netterweise. Ich hab eigentlich nicht aufs Gesicht.
Granate fliegt. Oh, Mörser auch gleich mal ausgeschaltet. Drohne fliegt. Gegner tot. Hey, nicht auf meine Drohne schießen. Wieso wurde ich denn gerade als Verletzter angezeigt? Also, liegend. Nee. Keine Ahnung. Deswegen habe ich mich nämlich extra umgedreht, weil ich gedacht habe, du wärst das. Ich sehe einen Generator. Strom ist unterbrochen. Na, wo seid ihr Scheißerchen alle? Kommt ein Scheißerchen. Verdammte Scheiße! Oh ja, schießt jemand. Hört mir hier oben eh nix. Hier oben bin ich unverwundbar! Unsterberlich! Oh. Echt? Unidad? Ja, die Pisser melden sich doch immer dann zu Wort, wenn sie es nicht machen sollen. Meine Fresse noch eins, das kriegen wir auch nie das hierher. So ein Mist. Okay. Kann ich die Drohne wieder nutzen? Ich bin unten drin, mach das schnell. Oh, yep. Da war einer hinter mir. Kommt noch einer. Das war's. Unidades han alcanzado la última posición conocida del enemigo. Ningún contacto en el reporte. Comenzando búsqueda en la zona. Alter. Ja, genau. Wenn du da runterkommst, da dann musst du aufpassen. Da trägt einer. Was ist das? Was der da trinkt? Bettlaken? Hat's dich erwischt? Ja. Gut. Wie gut, dass ich mit dem Ding schon hinterhergekommen bin. Sehe einen dritten. Granate! Da hat's ordentlich Bum-Bum gemacht. Tango getroffen. Tja, Jungs. Bei euch regnen jetzt die Amerikaner vom Himmel. Alter, krasser Scheiß. Haben wir es gefunden? Aber hallo, jetzt. Mach mal ein Bild von. Ziel Nummer 2 da. Was? Von dem, was du zerstörst, weil ich nicht weiß, ob ich es schaffe, jetzt zu dir zu kommen. Doch, müsste gleich da sein. Kannst runterkommen, ja, ja. Ja, weil wir haben Unidad. Ah ja, also komm, hier unten bist du. Alter! Das Ganze hier! Oh ja, leg mich am Arsch. So, wild um dich schmeißen mit Granaten, aber bitte so, dass du mich nicht triffst. No. Echt hier? Granate kommt, komme mir der Kulanate. Granate. Granate fliegt. Granate, aufpassen. Alter, wieso will denn das hier vorne nicht kaputt gehen? Granate kommt, komme mir der Kulanate. Das Ding will hier vorne nicht kaputt gehen. Granate, aufpassen! Alter, ich hab C4. Die Ladung ist scharf. So. Granate, frisst so. Das, Motherfucker! Bist du weg? Gut. Oh, boah! Ah, das geht nicht kaputt! Ich hab da jetzt sogar C4 dran geworfen! Dann ist das nicht das, was wir brauchen. Ah, hier sind noch welche. Granate, aufpassen! Ah. Scharf in Position. Dante, weißt du, was mich gerade umgebracht hat? Nicht mal dein C4, sondern der, Gottverdammt. Na, wie heißt das Ding hier? Feuerlöscher. Tja, kannst du mal gucken. So. Weil er wie explodiert ist. Oh ja, schnell deren Fahrzeug nehmen und abbauen. Ich hoffe, wir haben genug Spiel. Tschüssi! Auf Wiedersehen! Karte finde ich so mit am coolsten eigentlich. Bowman, hier Nomad. Wir sind durch. Der Hauptvorrat in Mohokoyo wurde zerstört. Großartig!
Der Verlust von Antonio und dem Kokain ist sehr schmerzlich für das Kartell. Die Geschäfte in Morokoyo werden ziemlich lange brach liegen. Verstanden. Wir wechseln zum nächsten Einsatzort. Nomad Ende. So, war's das jetzt? Jupp, das war's. Ich hab gedacht, bei der Geschwindigkeit macht er wenigstens mal eine andere Stunt-Einlage, aber nein. Fürchterlich. So Leute, wir sind jetzt erstmal wieder ans Ende gelangt dieser Folge. Kurz vorweg, Finger weg von Drogen und die, die Drogen nehmen, schmeißt es weg. Ist nicht gesund. So. Und wenn es euch gefallen hat, ja, ich hab's voll drin im Bild. Aha, geil. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann wisst ihr immer, was gerade aktuell ist. Ein Däumchen wäre auch noch ganz nett. Und ein Dankeschön an Aaron, dass er wieder mitgemacht hat. Und dann bleibt nur noch eins zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, tschü und bye, bye.